gut. Ich denke, dann gehen wir jetzt einfach mal aufs Boot. Ja. Weil ich weiß jetzt nicht, wir müssen, glaube ich, hier wirklich noch was Vielleicht machen, aber. gehen wir auf der Insel in irgendwelche Katakomben, wo wir die Fackel dann brauchen oder sowas Es in der ist Art. tatsächlich möglich, ja. Cutscene. Das erinnert mich an Metal Gear Solid. An Metal Gear Gibt's da nicht Solid. eine. Gibt's da gibt's eine Szene, wo. Nee, das ist Silent Hill. Ah, Er sieht auch aus wie der Typ aus Silent Hill. Na, ein bisschen. Aber sind nicht alle männlichen Protagonisten von 90 bis 2015 oder so genau gleich aus? Das stimmt. Er könnte auch Nathan Drake Ja, sein in genau. der schlechten Ja, Auflösung. Das ist ja alles völlig verwildert und halb verfallen. Ob dieser Morangi hier wirklich noch wohnt? Okay. Hilfe! Hallo! Ist da jemand? Helfen Sie mir! Ein Geist. Er ist in den Brunnen Was Ja. machen Sie denn da unten? Man hat mich hier eingesperrt. Bitte helfen Sie mir, bevor ich Willi die Tür Tenner! muss. Glaube Aber ich. wie? Keine Ahnung. Lassen Sie sich was einfallen. Aber ich habe mir den Knöchel verbraucht und ich bin keine 30 mehr. Also werfen Sie mir nicht einfach ein Seil runter. Das habe ich schon während meiner Schulzeit nie geschafft. Gibt es hier irgendwo eine Leiter? Ich befürchte nein. Hier unten ist aber eine Tür, die ich nicht aufkriege. Vielleicht finden Sie ja eine Möglichkeit, sie von außen zu öffnen. Klar, kein Problem. Wie komme ich denn zu der Tür? Sie werden lachen, aber ich habe keine Ahnung. Ich war noch nie hier unten und weiß nicht, wie man von der Brücke aus zum Brunnen kommt. Es muss irgendwo ein Geheimgang oder sowas in der Art geben. Sie sind doch Ken Morangi, oder? Ja, ich bin Lord Morangi. Wieso? Wenn Sie hier wohnen, müssten Sie sich doch eigentlich auskennen. Ja, das habe ich auch immer geglaubt. Okay. Ich werde mich mal umschauen. Vielen Dank. Ich bin mir mit dem Echo und so nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist der Synchronsprecher von Willy Tanner aus Alf, der Morangi. Ja, jetzt wo du es sagst. Ich glaube auch. Okay, Da Brunnen. unten hockt der verletzte Morangi und wartet darauf, dass ich ihn endlich aus seinem Gefängnis befreie. Lord Morangi? Ja? Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sobald Sie mich hier rausgeholt haben. Ich werde sehen, was ich tun kann. Immer dieser greedy Bastard. Guck mal, da ist Excalibur. Werden wir jetzt der König von England? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich ein Ritter der Tafelrunde sein, um das Schwert aus dem Stein zu ziehen. Aber wenn man jetzt das Schwert rauszieht und der König von England wird, muss man dann die Queen heiraten oder wie funktioniert das? Ja, das Kleingedruckte weiß ich auch nicht. Ich versuch's mal. Vielleicht war ich in einem früheren Leben ja König Arthurs. Oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen. Und jetzt reist er in die Zukunft. Jetzt werden auf einmal seine Klamotten grün. Genau. Okay, entsperrt. Na gut. Aha, hier. Fensterladen. Ein alter und bereits leicht angefaulter Fensterladen. Nehmen wir den mit. Huch, ich wollte den Laden einfach nur zumachen und schon habe ich das ganze Ding in der Hand. Stark renovierungsbedürftig. Jetzt haben wir quasi Schwert und sowas wie ein Schild. Ah, Und jetzt und gehen wir einen genau das Drachen werden wir noch bekämpfen. brauchen. Wirklich? Müssen wir echt einen Drachen besiegen? Wahrscheinlich, nein, nein. Aber wir brauchen ein Schwert und ein Schild. Jetzt, wo du es sagst, fällt es mir nämlich wieder ein. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber ich finde es schon lustig, wie er die ganze Zeit so ist. Ah ja, das Ups. Wie ist denn das passiert? Ja. Ah ja, da Ups. Wie ist denn das passiert? Schon cool. So, da ist ein Loch. Hier oben ist nix. Da ist eine Kaminabdeckung. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm aufhätte. Und was denkst du, wofür wir diesen Helm brauchen? Für Schwert und Schild. Ah, okay, man kann Kombinationsdingens. dadurch, dadurch und wahrscheinlich dadurch. Ist da irgendwo, Okay. ist das so ein Resident Evil-Rätsel? Steht da irgendwo eine Statue und wir müssen der Schwert, Schild und Helm aufsetzen und dann geht eine geheime Tür auf oder Wer so? weiß? Es wirkt so, als wäre das so ein sowas. So, Oh, da ist okay. schon wieder irgendwie was Komisches. Ein Die Kerze ist Kerzenhalter. fast komplett Ah. runtergebrannt. Okay. Aber hier ist auch ein Kerzenhalter. Ein Draht. Okay, da hängt so ein Drahtding.
Ups, da habe ich. Der kleine Draht hängt traurig am Kerzenhalter. Oh, der arme kleine Draht. Den nehmen wir gleich mal mit. So, jetzt sind hier zwei Eingänge. Dann gehe ich erstmal da vorne in den ersten. Den man kaum sieht. Und da haben wir eine Statue. Aha. Mhm. So, hier kann man nichts nehmen. Okay, da ist auch sonst nichts. Oh, hier kann man bestimmt hinterschauen. Ein schwerer Vorhang. Könnte aus Brokat sein. Metatron muss auch gleich an die Spencer Villa aus Resident Evil denken, hier mit dem Schwert und Schild und Zeugs. Ein Durchgang. Es geht einige Stufen runter in einen dunklen Gang. Riecht ziemlich modrig. Was mich da unten wohl erwartet? Wir haben zwar eine Fackel, aber nichts, um die anzuzünden momentan, ja, ne? Das stimmt. Bilder. Die Gemälde scheinen sehr alt zu sein. Schon möglich, dass es hier vor ein paar Jahrhunderten so aussah. Also ich erwarte jetzt wirklich einen Zombie, der hier gleich irgendwo rausspringt. Ein absoluter Traum. Mit sowas kriegt man jede Frau rum. Wenn Nina doch nur hier wäre. Ach, ekelhaft, oder? Unglaublich, ey. Ich meine, er ist hier unter sich. Er kann ja, okay, ja denken, was er will. Das stimmt, das sind ja nur seine Gedanken. Er sagt Gedanken. Das ja nicht laut zu irgendwem. Außer zu uns. Ja. Schlimm genug. Okay. Ein Bett, naja. So, Schublade, eine Kommode. Vielleicht können wir die aufmachen. So, was haben wir denn hier? Kniestrümpfe, lange Unterhosen. Nichts, um was ich den Eigentümer unbedingt beneiden würde. Hoppla, was ist das denn? Eine Goldmünze. Das ist bestimmt ein Vermögen wert. Eine Münze. Die sollten wir lieber mal klauen. Ein alter und bereits leicht angefaulter. Okay. Kannst du das Schwert wirklich dem Heini da geben? Ich glaube schon, ja. Aber ich werde ihn mir erstmal angucken. Eine Statue. Wahrscheinlich von einem der Morangis. Die Statue ist massiv. Die lässt sich nicht bewegen. Aber wir können ihr schon mal Schwert und Schild geben. Was war das für ein Geräusch? Hört sich an, als ob ich mit meiner Aktion irgendeinen Mechanismus ausgelöst hätte. Und Schild geben wir ihm auch gleich noch. Hört sich an, als ob ich wieder einen Mechanismus ausgelöst hätte. Mhm. Na schau mal, das ist doch witzig. Da merkt man, wie sehr ich schon in Videospiellogik denke. Wir finden irgendwo ein Schwert und einen alten Fensterladen und mein erster Gedanke ist, dass wir das wahrscheinlich irgendeine Statue in die Hand geben müssen. Ja, wenn wir mal wirklich irgendwo ein Schwert und einen Fensterladen finden, dann wirst du wahrscheinlich verzweifelt eine Statue suchen. Ja, wahrscheinlich. Okay, da oben sind auch noch Bilder. Landschaftsgemälde. Wenn ich mich nicht irre, könnte die Landschaft rund um die Burg als Motiv gedient haben. Na gut, fairerweise war mein erster Gedanke, dass wir einen Drachen töten müssen. Der zweite Gedanke war die Statue. Na gut. Typisch irisches Wetter. Eigentlich sollte man an solchen Tagen einfach im Bett bleiben. So, na gut, hier haben wir jetzt alles abgesucht. Wir gehen mal durch den Geheimgang durch. Schauen wir mal. Wahrscheinlich kommen wir da in den Keller, wo der Typ eingebrochen ist, oder? Ach ja, es sieht so aus. Oh, geheimer Schalter in der Wand oder was ist da? Ja, ja, irgendwas ist da auf jeden Fall. Ist da ein Skelett aufgespießt? Ich dachte, eine Nische im Fels, aber ich kann von hier aus nicht sehen, ob da was drin ist. Ich dachte, dieser Morenci wohnt hier. War der noch nie? Ja. Hat der noch nie? Ich meine, sollte man nicht irgendwie vielleicht, ich weiß nicht, wen man da ruft, die Polizei? Der Leichenbestatter? Der anderen Seite ist nicht sonderlich groß, aber über die hochgeklappte Brücke zu springen, hat offenbar schon einer vor mir versucht. Aber ich bin mir sicher, irgendjemand sollte man anrufen, wenn irgend so ein altes Skelett in seinem Keller ja, liegt. Ja, eventuell die Kripo, ja. Ja, genau. Man kann ja aus dem Mittelalter sei denn, sein, wer aber weiß, wer weiß. Es sei denn, wer weiß, wer das sein könnte, dann würde ich nicht die Kripo anrufen. Ah, ja, vielleicht ist Morenci ja dafür, ich verstehe. Ja. Aber dann sollte man es vielleicht ein bisschen verstecken, ne? Ja, das ist nicht, dass toll. Mal irgend so ein Besucher in den Keller stolpert. Okay, na gut, hier kommen wir noch nicht weiter. Wir müssen irgendwas finden. Aber wahrscheinlich ist dieser Mechanismus für die Brücke da. Weil er hat doch gesagt, ja, als wir die da rangeführt haben, dass da irgendwie Mechanismen ausgibt. Dann brauchen wir jetzt den Helm da draußen. Aber weißt du, was noch cooler ist? Der andere Raum, zu dem wir noch reingehen können. Ist ein Schieberätsel. Nein. Nee. Nein. Aber der ist auch so typisch Burg. Was ist der typisch? Typisch Burg. Burg, ah. Das ist nämlich eine echte Folterkammer. Eine Folterkammer. Finde ich sowas ja immer ganz amüsant.
Aber wenn ich mich hier so umsehe und mir vorstelle, dass hier wirklich Menschen zu Tode gefoltert wurden, da hört der Spaß auf. Da hört der Spaß auf. Ne? Ja, das sind auch noch Skelette, ey. Und das ist jetzt nicht versteckt. Das ist eine offene Tür. So. Wir sind wieder da. Ich weiß nicht, leider haben wir nicht mitbekommen, wann das Programm abgestürzt ist. Ich glaube, das ist gerade eben passiert, oder? Ich glaube schon. Ich glaube, da fehlt nicht viel. Aber das war komisch. Ja, das war sehr komisch. Aber vielleicht warten wir kurz, bis Leute wieder da sind, damit wir uns sagen können, wann der Stream ausgefallen ist. Ja, ich glaube, jetzt müssen die erstmal refreshen, damit die wieder hier sind. Ach ja, währenddessen kann ich schon mal speichern. Das sollten wir nämlich vielleicht auch mal tun. Ich hoffe, dass die Videos dann gespeichert sind bei dem Programm. Ja, ja, das passt schon. Das macht Twitch selber. Okay. Ich habe jetzt nämlich gerade einfach überschrieben. Ja, ja. An seinem letzten Spielstand. Vielleicht sollte ich das nicht machen. Vielleicht sollte ich mehrere Spielstände das mal anlegen. Das passt schon. Okay. Na gut, wir sind wieder live und es funktioniert auf jeden Fall. Okay. Aber schon komisch, das Programm einfach so abstürzt. Ja, das ist noch nie passiert. Immer wieder mal was Neues, leider. Ja. Das Programm hat auch keinen Bock mehr gehabt, einfach. Also ich meine, eigentlich wäre das der perfekte. Also ich meine, es war genau um 19 Uhr, ne? Ich habe gesagt, bis 19 Uhr wollen wir streamen. Ha, mysteriös. vielleicht hat das Programm einfach gesagt, okay, wir sind durch für heute. Mysteriös. Naja. Na gut, machen wir weiter. Oder willst du wirklich aufhören? Nee, es ist okay. Ich habe nur gedacht, dass wir kurz noch warten, bis die ersten Zuschauer wieder da sind, damit wir erfahren können, was alles gefehlt hat. Wenn die Anzeige stimmt, sind ja ein paar jetzt wieder da. Also ich habe nur im Augenwinkel, habe ich es ja gesehen, als das Programm zugegangen ist. Und bis dahin müsste es gestreamt haben. Gesehen habe ich es auch. Den Raum betreten dürften wir noch haben, das passt schon. Ach echt, glaubst du, dass wir den Raum noch betreten haben? Ja, ich glaube schon. Okay. Ja gut, dann Überraschung, wir sind in einem Folterkeller. Einfach so. Natürlich. Warum nicht? Mit Skeletten. Naja, passiert. Okay, Käfig. Stimmungsvolle Dekoration. Ich hoffe wirklich, dass es nur Dekoration ist. Hört man? Ja, man hört uns. Okay. So, hab's nur kurz getestet. Eine Zange. Ich kann mir nicht vorstellen, wozu man die früher in einer Folterkammer gebraucht hat. Genau, okay, danke. Cool. Für die Rückmeldung. Ist nichts verloren. So, die Zange nehmen wir mit. Hey, man braucht in dem Spiel viele Zangen, oder? Man, ja, das ist schon das die ist dritte schon, Zange für irgendein das stimmt, Rätsel. Das stimmt. Und ich finde das sehr mysteriös, dass da so ein Loch im Boden ist. Aber man kann nichts damit tun. Aha. Das wirklich ist wirklich nix? Komisch, oder? Ja. Naja. Stimmt. Die Eisenkette nehmen wir auch noch mit. Damit wurden wohl früher die Gefangenen festgekettet. Ich habe mal gehört, dass so eine eiserne Jungfer, wie die da steht, in Wirklichkeit überhaupt nie im Einsatz waren. Die wurden scheinbar nur in der Renaissance oder so hergestellt, um quasi zu zeigen, wie fake schrecklich das Mittelalter war. Aber die gab es nie wirklich quasi. Hm. Ja, ich meine, ich finde, so viel Sinn macht's auch nicht. Oder die meisten waren doch wahrscheinlich total abgemagert. Und ich glaube, dass die eisernen Jungfrau, und da passt man schon rein, wenn man sehr dünn ist, oder? Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, so viel ich weiß, das Ding eiserne Jungfrau heißt, gab's die nie. Die Dornen sind so spitz, freiwillig würde ich die auch nicht anfassen. Eine Streckbank. Ideal für Menschen, bei denen das Verhältnis von Körpergröße und Gewicht nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht. Hast du gehört, das ist was für uns. Verstehe ich nicht. Ach, weil man so lang gestreckt wird. Ach so. Figur, so wie sie derzeit ist, eigentlich ganz zufrieden. So, und diese komische Figur. Was soll das sein? Shrek ist das offensichtlich, oder? Eine Feuerstelle. Die Kohlen sind kalt. Ja, wir müssen die irgendwie anscheinend heiß machen und dann vielleicht irgendwas da drin brennen. Dann können wir auch unsere Fackel anzünden. Ja, genau, mit der Zange irgendwas da drin. Ja, oder so, wie auch aber immer. Wie? Okay, aber das war's dann erstmal hier. Wie kriegen wir eigentlich im Hof diesen Helm von der Decke geschossen? Ah,
Dafür brauchen wir eventuell diesen Ofen. Diesen Ofen, den Schreckofen. Okay. So. Ja, aber was machen wir jetzt? Es gibt noch andere Eingänge. Ach so. Das ist nicht der einzige Eingang. Ach Da gibt's, so. hier kann man noch rein und da kann man noch rein. Ah, ja dann schauen wir mal. Durch diese Tür. Hier sieht es gleich gar nicht mehr so folterwerkstattmäßig aus. Hey, aber dann schläft der Kerl mit seinem Bett direkt neben der Folterkammer, wo noch ein echtes menschliches Skelett drin ist. Ja, und da unten geht es auch noch irgendwie keine Ahnung, Säurekeller, ja Säuresee mit genau. einem aufgespießten Skelett. Naja. Gemütlich hat das da. Ja, es ist schon. Naja. So, ein Sessel. Ich frage mich, warum der Sessel mitten im Raum steht. Verrückt. Verrückt. Und das da ist der Kamin, In okay. diesem Kamin hat anscheinend schon seit sehr langer Zeit kein Feuer mehr gebrannt. Na gut. Der Kronleuchter. Ein wirklich schöner Kronleuchter. Der suspiciously genau über dem Ding da hängt, wo man sitzen kann. Naja. So, Gemälde. Das ist das Gemälde, was uns Ah, das den Hinweis geben Tippgemälde. würde, ja. Ja, ich Das verstehe. Gemälde zeigt Lord William Morangi, der hier von 1270 bis 1305 lebte. Eine beeindruckende Gestalt. Da sieht man auch schon, man braucht das Schwert, das Schild, die haben wir ja schon, einen Helm und fällt dir Ein noch was Bart. auf? Ja, nee, den Ein Bart nicht. Umhang. Den Ein Umhang mit Kreuzmedaillon. dem Medaillon. Und was ist das wohl? Das müssen wir schmieden mit der Münze und dem Draht. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, das reicht auch schon. Aber auf jeden Fall, ja, Ja. das ist der Hinweis, Okay. das Ja, okay. Hinweisgemälde. So. Okay, die Uhr können wir uns noch anschauen. Lord Der Uhr ist Spencer. Viertel vor sieben. Anscheinend ist sie stehen geblieben. Komisch, das Pendel bewegt sich noch. Könnte ein Hinweis Könnte sein. ein Hey, das ist Hinweis sein. ja wirklich Resident Evil hier. Merkst du dir Viertel vor sieben? Viertel vor sieben, okay. Okay, jetzt gehen wir mal die Treppen Aber hoch. es ist fast Viertel nach sieben in Ha. Wirklichkeit. Das wäre cool, wenn wir jetzt ein paar Minuten früher da Ja, gewesen wären. ne? Das wäre cool, wenn es jetzt wirklich dreiviertel sieben wäre. Und das wäre voll cool, wenn das Spiel so wäre, dass immer, wenn man reinkommt, ist genau die Zeit, die es gerade wirklich ist. Bei der bleibt es dann stehen, aber weißt du, wie ich meine? Das wäre so ein Mindfuck, so ein bisschen. So, das Naja. da sieht sehr Öllampe. Okay, da fehlt doch aber was. Eine alte Öllampe. Scheint noch ausreichend Öl drin zu sein. Okay, nehmen wir mit. Können wir da unsere Fackel eintunken? Vielleicht, ja, vielleicht. Hier ist nichts weiter. Die Messer da. Messersammlung oder Federn? Hab Die ich nicht gesehen. Speerspitzen sind scharf. Speerspitzen. Waren auch schon im Einsatz, aber sie sind immer noch ziemlich scharf. Ich dachte, das sind jetzt zu so Shurikin oder wie die heißen. Wie heißen Ja. diese Ninja-Wurf-Messerchen? Shuriken. Shuriken. Genau. Ninjutsu. Der Ja. 1000 Shuriken. So, hier oben ist noch Die Bücher. meisten Bücher interessieren mich nicht besonders. Aber hier ist auch ein Buch über Schlösser und Burgen, in denen es spukt. Na, das nehmen wir doch mal mit. Da wird auch die Burg von Morangi erwähnt. Es geht das Gerücht um, dass der von 1270 bis 1305 lebende William Morangi ohne die üblichen Beigaben bestattet wurde und sie ihm sogar die ehrenvolle Feuerbestattung verwehrt haben. So wurde er einzig mit einem schlichten Gewand und seinem Familienamulett ausgestattet, in einem Steinsarg eingeschlossen. Seitdem erzählt man sich, dass er zur Geisterstunde durch das Gemäuer zieht und jedem Eindringling nach dem Leben trachtet. Und jetzt rate mal, was wir noch finden Obwohl ich werden. nicht an solche Ein Geschichten glaube, die Protonpäckchen und eine ehrenvolle Ruhe nach Geisterfalle. dem Brunnen sollte ich besser vor Mitternacht abgeschlossen haben. Oder so ähnlich. So, ein Schalter. Ein Hebel. Na? Die Kette hat sich ein Stück bewegt. Ich lasse den Hebel mal lieber wieder los, sonst kracht mir gleich der Kronleuchter runter, der an der Kette hängt. Wollen wir das nicht vielleicht? Eventuell wollen wir das so. Okay, hier gibt es sonst nichts weiter. Aber. Nee, schade. Ich dachte, dass man das vielleicht machen könnte. Aber eventuell können wir die Öllampe gleich mal mit irgendwas benutzen? Nee. Mm-mm.
Versuch mal alles mit allem zu benutzen, weil wir haben jetzt so viel Sachen und ich habe keine Ahnung, für was wir irgendwas davon... Aha! Ah, jetzt haben wir da ein Medaillon gebaut, oder wie? Eine Zange mit Gold. Müssen wir die wirklich einschmelzen? Vielleicht oder so? Müssen wir die einschmelzen, ja. Irgendwie. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Seltsam, seltsam. Nix geht mit nix. Na gut, aber gehen wir nochmal runter. Ja, gut, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Okay, wir schieben den Sessel unter den Kronleuchter, damit der nicht so tief fällt. Nee, das war nicht meine Idee. Meine Idee war eigentlich den Stein. Nee, auch nicht. Na gut. Bin gespannt, wofür wir den Stein noch brauchen. Ich weiß, dass man den noch brauchte. Und zwar irgendwo hier, weil ich musste extra zurück segeln, um den zu holen. Und hier hatten wir auch alles, oder? Ja, genau. Ein wirklich schöner Kronleuchter. Naja, gehen wir erstmal. Wir haben ja noch eine Tür. Ja, genau. Es ist gerade so spannend. Ich will nicht aufhören. Eigentlich wollten wir schon aufhören, aber naja. Ja, wenn du noch... Ich hab noch Bock. Okay. Also, es sei denn, du willst aufhören, dann... Nö. Denn jetzt finden wir... Einen Grabstein. Es ist wirklich, auf dieser Burg ist alles, was man sich vorstellt. Also, was so Stereotyp einer alten Burg ist, ist hier drin. Ein Grab, ein Burgkeller, eine Folterkammer. Und es ist in toll. Dem Burgsäurekeller ist sogar eine Zugbrücke, was man ja auch eigentlich eher außen, aber trotzdem so typisch mit so mittelalterlichen Burgen in Verbindung bringt. So, da ist eine Fackel. Eine brennende Fackel. Hier immer eine Fackel zu Ehren des Toten brennt. Können wir unsere Fackel an der Fackel anfackeln? Ach, wir nehmen einfach... Nee. Befestigt. Die werde ich da nicht so einfach rausziehen. Aber wir haben deswegen selber machen eine Fackel wir gefackelt. Eine extra Fackel draus, genau. Und die stecken wir jetzt auch in die Hosentasche wieder brennend. Wie es so ist, ne? Da ist ein riesiges Spinnennetz. Das finde ich irgendwie... Oder? Ja. Ist ein Spinnennetz, oder? Ja, sieht schon so aus. So, Sarg. Hier ruht wohl ein Urahn von Lord Morangi. Der Sarg ist aus massivem Stein. Keine Chance. So. Kann man auch nix machen. Vielleicht das? Oder das? Ich probiere jetzt einfach mal alles aus. Ja. Ich hab's schon eine Idee, was man doch machen kann. Das Lampenöl in die Rille gießen. Was? Und um den Sarg führt. Warum? Weil er das dann gleich anzündet. Ja, aber wie kommt man auf die Idee? Das was weiß soll ich auch das, nicht, aber... Okay, cool. Ich glaube, es funktioniert alles. Wunderbar. Immerhin. Ich habe jetzt mal den Rechner neu gestartet und jetzt hoffen wir, dass das Programm nicht mehr abstürzt, ne? Ich habe wirklich keine Ahnung, was da los ist eigentlich. Aber ich bin dagegen. Ich bin gegen spontane Abstürze von Streamlabs. Alle 19 Minuten. Wenn ich mir auch suchen kann, dann will ich die lieber nicht haben. So, da sind wir wieder. Beim Laden hat das Programm, also beim Starten, hat Streamlabs jetzt auch gerade die Streaming-Götter um gute Performance gebeten. Okay. Ich hoffe, das hat funktioniert, weil dies können wir gerade brauchen. Ja, das ist jetzt echt doof, dass das ständig ausgefallen ist hier. Ja, mal schauen. Vielleicht war nur irgendwie, ne, irgendwas. Keine Ahnung, Neustart wird schon funktionieren. Ja, genau. Ich hoffe, ihr seid auch schon wieder dabei. Und ich hoffe, ihr habt es bis hier noch gesehen. Wir haben gerade Öl in die Ritzen. Aus irgendeinem Grund. Ja, Öl hier in die Ritzen gegossen. Und die werden wir jetzt anzünden. Na? Dann wollen wir dem guten alten Lord Morangi mal seine wohlverdiente Feuerbestattung geben. Vielleicht ist ja tatsächlich was dran an dieser Geschichte, dass er herumspukt, weil ihm eine angemessene Beerdigung verwehrt wurde. Und jetzt werden wir high. Okay. Was war das denn? Ist es plötzlich so kalt hier oder bin ich das? Habe ich mir das jetzt nur eingebildet oder... Haben wir jetzt einen Geist beschworen? Vielleicht. Was haben wir denn jetzt wirklich gemacht? Wir haben da... Ist jetzt eine Öffnung. Wir haben da irgendwas weggeschmolzen, wir haben da nämlich. Irgendwas weggebrannt.
Und da. Nee. Aber Der irgendwas. Draht. Der wird dünn genug zumindest. Ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Nee. Nee. Java-Update Ja, verfügbar. das können wir ja ignorieren. Das dürfte damit nicht mit dem Stream nicht Hoffentlich. in Verbindung Ah, okay, stehen. man kann es sich aber anschauen, dieses kleine Ja. Öffnungslupsel. Öffnung scheint mit Wachs in der Farbe des Sarkophags verschlossen gewesen zu sein. Das Feuer hat jetzt das Wachs zum Schmelzen gebracht und die Öffnung freigelegt. Was für ein pfiffiger, raffinierter Mechanismus. Aha. Aber ich frage mich jetzt trotzdem, was wir damit machen sollen. Das Ich weiß kann ich nichts auch nicht. benutzen. Nichts, was Sinn macht, zumindest mit so einer kleinen Öffnung. Ja, wer kratzt denn gerade an meinem Stuhl, ha? Seldi. Ja, die Sally. Die ist angepisst, weil ich ihr nur ein Stückchen von dem Katzenleckerlis gegeben habe. Moment, der Draht. Den haben wir schon Ach, den haben wir versucht. schon probiert. Okay. Na gut, dann kann man hier wohl, glaube ich, erstmal nichts mehr machen. Ja, aber wir haben jetzt eine Fackel. Wir könnten jetzt nochmal in die Folterkammer gehen. Genau. Und da, sowohl in der Folterkammer als auch in der Lounge, könnten wir die Kamine mal anzünden und schauen, was dann passiert. Sieht fast aus, als ob der Schornstein einen Helm aufhätte. So, hier war. Ah, hier war das Zimmer mit dem. Okay. Da willst du den Kamin nicht anzünden, mal. Ach so, da können, stimmt, da könnten wir den Kamin auch anzünden, Also, weiß ich eventuell. nicht, aber da ist einer Ja, zumindest. wir gehen dann mal rein. Schauen wir mal. Nö. Moment. Okay. Aha. Temperatur der Flamme reicht nicht aus, um das Gold zum Schmelzen zu bringen. Ah. Aha, wir müssen das Alles schmelzen klar. Ja, in dann dem gehen wir doch anderen. noch mal in den Ja. Folterschmelzraum. Kleine Frage, seid ihr wieder da und funktioniert wieder alles? Hört ihr uns und seht ihr Ich alles? habe es vorher Und schon überprüft okay. im Stream hier auf dem Tablet. Das Okay. passt alles. Ja. Na gut. Alles wunderbar. Bin gespannt, wie lang das Programm diesmal Ja. durchhält. Schauen wir mal. So. So, jetzt probieren wir mal, den Ofen Ich meine, da anzumachen. ist noch irgendwas drin, Kohle oder sowas. Genau. Der Shrek-Kopf. Der Schreckkopf. Aha. Mi. Und jetzt So. schmelzen wir das. Aber brauchen wir nicht irgendeine Form oder so, dass wir das auffangen? Naja. Ich nehme die Münze jetzt besser Nö. wieder aus dem Feuer raus, sonst fließt mir das Gold in die Esse. Ja, In und die jetzt haben Esse. wir Die Münze eine ist glühend heiß und hat sich schon leicht glühend. verformt. Okay. Eine Und die glühend machen wir jetzt. heiße. Aha. Hä? Die Speerspitzen sind zu groß und zu breit, um damit die kleine Münze zu bearbeiten. Okay. Wollen wir die Speerspitzen auch noch einschmelzen? Ja, eventuell schon. Okay, das kann ich damit nicht benutzen. Kann ich damit nicht benutzen? Und die Kette auch? Na, die Nee. können wir da nicht einschmelzen. Und den Becher? War der Becher nicht auch aus irgendwas? Jetzt Aus probieren wir es mal. Metall? Ich würde jetzt einfach mal alles da. Ja. Nee. Können wir das, die Goldmünze, die heiße jetzt in den Becher legen, als Gefäß so? Nee. Was haben wir jetzt eigentlich? Warum? Ja. Warum haben wir jetzt eine heiße Münze? Hä? Wir müssen da ein Loch reinmachen in die Münze. Frag mich nicht warum. Aber anscheinend Aha. müssen wir da ein Loch reinmachen. Die Spitze hat die Goldmünze Das ist ein mühelos Ring. Ein Ring. Ich stelle mir besser nicht vor, wie das aussehen würde, wenn ich zwischen diesen Dornen stecken würde. Okay, ein Ring. Aber den müssen wir jetzt auch irgendwie wieder abkühlen. Frag mich nur wie. Unten im Keller in die Säure Oder? halten. Nee. Nee, man konnte nichts irgendwie mit dem machen, oder? Naja, egal. Okay. Gut. Hätten wir das. Hallo, King auf Helix. Hi. Hallöle. Wie geht's? Ich frage mich, ob man jetzt hier irgendwas machen kann mit dem Ring. Nee. Nö, noch nicht.
Ich meine, wenn wir nur lange genug rumsuchen und die Lösung nicht finden, dürfte der von alleine abkühlen. Das stimmt eigentlich. Ich meine, wir haben auch noch dieses nasse Tuch vielleicht. Ah, einwickeln aber wahrscheinlich. Nee. Nur noch zwei Zuschauer. Ja, kann ich verstehen. Wenn der Stream dauernd abschmiert, ist halt blöd. Hoffentlich ist er jetzt stabil. Hoffentlich. Na, geh da rein. Nein, geh da rein.